unterscheidet sich Problemlösung im Alltag von wissenschaftlicher Problemlösung im Rahmen eines Studiums? Ein wesentlicher Aspekt besteht darin, dass man nachvollziehbare Methoden anwendet und als Studierender diese Methoden auch einordnen kann bezüglich der Aussagen, die darauf getroffen wurden. Ich möchte das an einem aktuellen Beispiel erläutern. Nehmen wir das Thema Generation Y im Personalmanagement, der behaupteten Unterschiedlichkeit und der daraus folgenden Konsequenzen für die Personalarbeit. Wenn Sie bei einer einfachen Google-Suche den Begriff Generation Y eingeben, finden Sie ganz unterschiedliche Zuschreibungen für diese Gruppe. Das reicht von Leichtigkeit über Orientierung an einer hohen Bezahlung, Flexibilität, Mobilität und ähnlichen Zuschreibungen. Wenn Sie sich fragen, wie diese Aussagen im Einzelnen zustande kommen, werden Sie feststellen, dass dahinter ganz unterschiedliche Erhebungsmethoden stehen. Und dem möchte ich mich jetzt zuwenden. Was Sie bei einer wissenschaftlichen Untersuchung zunächst immer brauchen, ist eine klare Definition. Was meine ich eigentlich mit Generationeneffekt? Der kommt aus der Soziologie und beschreibt das Phänomen, dass neben angeborenen Fähigkeiten, neben erworbenen Fertigkeiten auch gemeinsame Erfahrungen während der Jugend prägend sind für spätere Werteinstellungen. Im Alltag, aber auch im Berufsleben. Unterschieden werden typischerweise im Moment drei verschiedene Gruppen, Babyboomer, Generation X und Generation Y, die sich einkreisen lassen durch ihr Geburtsdatum. Zweiter Aspekt einer wissenschaftlichen Problemlösung ist, dass man eine klare Frage hat. Hier wäre beispielsweise die Frage, gibt es Unterschiede in diesen Einstellungen und wenn ja, worin bestehen die? Wir wollen uns insbesondere der ersten Frage zuwenden und unterschiedliche Methoden bewerten, auf deren Basis Urteile gefällt werden. Wie kann man dies tun? Sie können sich ein Vorgehen in zwei Schritten vorstellen. Zunächst überlegen Sie ein Ideal. Wie würde idealerweise eine Methode aussehen, nach der Sie hinterher bewerten können, ob es tatsächlich wesentliche Unterschiede zwischen Generationen gibt bezüglich deren Werteinstellung? Ein solches Ideal könnte man beispielsweise dadurch hervorrufen, dass man sagt, ich vergleiche ein beobachtbares Verhalten der heute 25- bis 30-Jährigen mit den Werteinstellungen, die die heute 45- bis 50-Jährigen zeigen, unter der Annahme, dass sie nochmal 25 wären. Sie merken an diesem Beispiel, das ist in der Realität nicht nachvollziehbar. Es ist das Ideal. Aber Sie können nun verschiedene Methoden, die in der Realität angewendet werden, dahingehend überprüfen, wie nah man diesem Ideal kommt. Eine erste Quelle solcher Urteile sind Befragungen von Personalmanagern. Stellt man Personalmanagern die Frage, ob sie glauben, dass es grundlegende Wertunterschiede gibt zwischen Generationen, stimmen 80% dieser Aussage zu. Wenn Sie sich fragen, woher dieses Urteil kommt, dann beruht es im Wesentlichen auf der eigenen Berufserfahrung. Das heißt, hier wird ein Urteil gefällt, wo man eine selektive Beobachtung einer Gruppe, beispielsweise in Einstellungsinterviews, vergleicht mit der eigenen Erinnerung, wie man glaubt, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. Wenn Sie sich diese Art von Urteil anschauen, werden Sie feststellen, dass es viele psychologische Wahrnehmungs- und Bewertungsfehler gibt, die bei diesen Urteilen zum Tragen kommen. Ein Rückschaufehler, man schließt aus einem Einzelbeispiel auf eine Gesamtgruppe und so weiter. Der Erkenntnisgewinn über Generationeneffekte ist also vergleichsweise gering. Als nächstes könnte man die Zielgruppe fragen. Befragungen von Vertretern der Generation Y bezüglich deren Werthaltung liefern wertvolle Ergebnisse bezüglich der Einstellungen. Was aber noch nicht möglich ist, ist ein tatsächlicher Generationenvergleich. Der wird erst erreicht durch die dritte Ebene, durch Längsschnittuntersuchungen über mehrere Generationen. Das bedeutet, man vergleicht die geäußerten Werteinstellungen der heutigen 25-Jährigen mit den gleichen Fragen und Antworten, die die heute 50-Jährigen vor 25 Jahren gestellt bekommen haben und beantwortet haben. Sie merken, dies ist eine Methode, die zumindest auf der Forschungsseite einen höheren Aufwand hervorruft, der aber deutlich näher am Ideal des Forschungsdesigns liegt. Schaut man sich diese Ergebnisse von Längsschnittuntersuchungen an, stellt man fest, dass die Unterschiede zwischen Generationen vergleichsweise gering sind. Auf jeden Fall geringer als Alterseffekte oder Arbeitsmarkteffekte.
Lediglich beim Thema Freizeitorientierung, was sich dann wieder in Work-Life-Balance-Maßnahmen niederschlägt, gibt es eine Veränderung, dass dieser Aspekt der heutigen Generation wichtiger ist. Sie haben an diesem Beispiel gesehen, dass durch eine kritische Reflexion der verwendeten Methoden es möglich ist, unterschiedliche Urteile zu bewerten und in diesem Falle auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Längsschnittuntersuchungen einen Management-Trend oder eine Management-Mode zu relativieren. Sie sehen also, dass die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und den dahinterliegenden Methoden einen unmittelbaren Nutzen für die Lösung praktischer Probleme hat.